I'm back, bitches. Yo, was geht? Und auch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ist auch so eine Begrüßung, die habe ich mir irgendwie einfach angewöhnt. Ich wusste nie, was ich sagen sollte und habe deswegen immer das rausgeballert. Kleines Update, seitdem ich jetzt seit 2 Wochen weg war. Den Song übrigens, den ihr da am Anfang gehört habt, war ein kleines Feature, was ich mit meinem Bruder gemacht habe. Ich habe dem Rappen beigebracht, der wollte nämlich unbedingt mal einen Song mit mir machen. Und da er nicht die Zeit und den Nerv hatte, sich das alles anzueignen, habe ich halt endlich mal Mentor gespielt. Ziemlich gut, wie ich finde. Ich habe den Beat gemacht, ich habe ihm den Text geschrieben, ich habe Mix und Master gemacht, also eigentlich quasi alles. Und ist interessant geworden. Wer ist ein Song, den ich so nie alleine gemacht hätte? Geht nämlich in Richtung Party. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Wir gucken, dass wir da auch noch groß Aufriss machen mit Musikvideo und so weiter. Am 27.05. erscheint das Ganze dann und ich hoffe, ihr seid gespannt. Den habe ich übrigens in meiner Pause und Abwesenheit jetzt gemacht, denn nach meiner Alligator-Analyse war ich platt. Erstmal. Ihr müsst wissen, ich habe das alles an einem Tag durchgedreht und dann an den mehreren Tagen geschnitten und innerhalb von 2 Wochen released. Das war für mich, der das Ganze nicht so ganz gewohnt ist, schon relativ, ja, relativ anstrengend. Aber es ist super, es ist wirklich super gelaufen, denn jetzt habe ich etwa 500 Abonnenten. Und ich weiß, sich nur durch Zahlen zu definieren ist kacke, aber es ist irgendwie einfach so schön zu sehen, dass Leute tatsächlich interessiert, was ich da von mir gebe. Das ist ein schönes Gefühl. Außerdem habe ich vieles in dieser Zeit gemacht. Ich meine, ich bin ständig am Musik machen, dazu aber später mehr. Eigentlich habe ich auch noch einen Job angefangen, also noch einen zu dem, was ich aktuell noch tue. Und ein bisschen am Worken, um mir ein bisschen Geld zu verdienen. Denn ich wollte eigentlich eine Ausbildung haben jetzt langsam zu dem Zeitpunkt. Das hat aber auf Biegen und Brechen nicht funktioniert. Monatelang habe ich da Bewerbungen geschrieben, abgeschickt, Vorstellungsgespräche gehabt und nie war der Punkt erreicht, wo es wirklich geklappt hat, was ziemlich, ziemlich betrübend ist. Es geht auch so ein bisschen auf die eigene Selbstachtung. Wenn du so die ganze Zeit hin und her schwebst, so immer am Machen bist, aber nichts Konkretes vorzuweisen hast, so weißt du, sprichst mit deinem Vater und sagst dann, ja, ich mache Videos, ich mache Musik, ich gebe mir jeden Tag Mühe, ich stehe auf, mache Sport, habe hier Haushalten, alles im Griff, aber wisst ihr, keine beruflich feste Laufbahn, wie man es dann seinem alten Herrn zum Beispiel gerne erzählen wollen würde. Das ist leider nicht vorhanden. Noch nicht. Was jetzt zu dem Punkt geht, dass ich mich in einem Studium eingeschrieben habe, wo es dann weitergeht. Dazu erzähle ich euch dann in Zukunft mehr. Das werde ich aber so auslegen, dass die Videos und die Musik auf jeden Fall nicht drunter leiden werden. Das hat ganz schön viel Zeit gefressen und ich hatte wirklich in der letzten Zeit grausame Vorstellungsgespräche gehabt. Also wirklich, da waren richtige Downer mit dabei. Boah, das ging auf die Selbstachtung. Aber wie? Aber egal. Es muss ja weitergehen. Und ich hatte auch sehr viele andere Probleme. Gerade bin ich quasi, wenn man es in Meme-Sprache erklären will, dieser Hund im brennenden Haus, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der sagt, this is fine, während halt alles andere bröckelt und kaputt geht. Natürlich ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich habe so vor, Ende des Jahres so ein kleines, vielleicht nicht sowas wie Draw My Year zu machen, vielleicht fasse ich das mal in einem Song zusammen oder so, was ich da alles geschultert habe und hoffentlich ist dann alles gut. Ich werde auch umziehen müssen und so weiter. Aber dazu später mehr. Auf jeden Fall wollte ich mit diesem Video hier in erster Linie sagen, also ich bin back, bitches. Und ich habe Videos gemacht und aufgenommen, die ihr auch sehen werdet. Und an vielen, vielen, vielen Sachen gearbeitet. Und mir ist dann wieder aufgefallen, diese Reactions waren eigentlich von Anfang an nur dazu geplant, als Marketing-Tool für meine Musik zu dienen. Weil ich gemerkt habe, ich mache das gerne. Ich labere gerne über Musik. Ich gebe gerne meinen Senf ab. Ich schneide auch gerne Videos. Ich lerne auch gerne dazu. Thumbnails machen ist geil. Und ich interagiere gerne mit einer Community. Und ich lese furchtbar gerne eure Kommentare. Das ist geil. Das will ich auch in meinem Leben echt nicht mehr missen. Das ist top, ich glaube einfach, ich funktioniere dafür. Ich funktioniere dafür und ich habe euch alle lieb. Kuss auf euch. Kuss an euch. Für euch. Fühlt euch lieb, Kuss. Ich werde aber in Zukunft gucken, dass dieser Fokus, den ich jetzt stark auf Reactions gelegt habe, wieder shiftet auf Musik. Die mache ich ja schon seit 2014, 15. Wobei ich bis 2017, 18 nur geschrieben habe und das dann aufgenommen habe. Aber ihr müsst wissen, es klingt platt und abgedroschen, aber das ist... Das ist es einfach bei mir. Diese eine Sache, wo man einfach weiß, das will ich machen, das ist meine Geschichte. Das ist es, Gottverdammt nochmal. Das ist meine Passion. Jeden Tag denke ich fast nur an Musik. 70% läuft nur ab in meinem Kopf über Reime, Wortspiele, Melodien, Beats. Ich meine, ich mache ja alles selber. Für die Leute, die es noch nicht wussten, ich mache meine Beats selber. Außer bei manchen Features, der jetzt für diesen neuen Song ist auch wieder von mir. Meine Mixes, mein Mastering,
natürlich die Texte. Also wirklich, da bin ich ein absoluter Rap-Crackhead, was das angeht. Ich denke fast nur in Wortspielen. Ist das so krass. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, bin ich ständig irgendwo. Ey, allein mein Bruder hat letztens gesagt, da ist so ein Typ, der hat einen Orden verdient. Und ich denke so, ein Orden? Norden? Das ist jetzt kein krasses Beispiel, aber sowas habe ich täglich 3-4 Mal. Das soll auch nur verdeutlichen, ich bin so, ich funktioniere so. Ich habe ein neuronales Netz in meinem Hirn, was sich dafür aufgebaut hat. Und das ist es. Ich ticke einfach so. Leute definieren mich primär als Musiker und genießen halt auch meine Videos. Und das ist genau das Standing, was ich mir jetzt auf YouTube auch aufbauen möchte. Ich weiß, die meisten haben mich abonniert wegen den Videos. Und deswegen ist es für mich jetzt auch ein gewagter Schritt, das jetzt zu sagen. Aber die Reactions werden noch kommen. Aber vielleicht etwas mehr in den Hintergrund rücken. Die werden noch relativ frequent da sein. Aber ich will meine Kunstperson, die Figur, die ich abbilden möchte und mich selbst, also die Selbstprofilierung als kunstschaffender Mensch, die kommt mehr in den Fokus. Also ich kann es verstehen, wegen allen Leuten, die es wahrscheinlich nerven wird, dass ich mehr über meine Mucke rede in Zukunft in den Videos und auch in den Reactions immer wieder Songs anteasen werde, Trailer davor schneide, wie zum Beispiel ein Jay Gigolo oder generell einfach mehr Q&As hochlade, vielleicht auch irgendwelche anderen Videos über meine Songs, diese ganze Selbstprofilierung. Falls es den Leuten auf den Sack geht, die eigentlich nur Reactions sehen wollen, ich kann es vollkommen verstehen, Leute, da bin ich wirklich bei euch. Das ist so ein kleiner Zwiespalt vom Content her, aber da muss ich sagen, das ist mein Gefühl. Das ist das, wo ich hin möchte. Das ist, habe ich ja schon gesagt, das ist meine Passion, mich als Künstler darzustellen. Und ihr könnt mich auch gerne weiterhin Reaction-YouTuber nennen, da habe ich gar kein Problem mit, denn das war's, es stimmt ja, das mache ich auch. Aber nur, dass ihr versteht, wo meine Intention dahinter ist, dass es jetzt ein bisschen shiften wird in Zukunft und ich einfach etwas aggressiver versuche, etwas deutlicher mich selbst als Kunstfigur darzustellen. Und falls es euch nervt, dann wäre es vielleicht das Beste, wenn ihr den Kanal verlasst, so leid es mir tut, weil ich dann glaube, da führen einfach die Ambitionen, die ich habe, an euren Erwartungen vorbei. So viel zu dem Thema, das war das meiste, was mir auf dem Herzen gelegen hat, weil ich einfach klarstellen wollte, wie sich das in Zukunft entwickelt. Natürlich freue ich mich weiterhin, wenn das Wachstum da ist. Ey, logisch, ist doch klar, wer will das nicht sehen, dass Zahlen steigen. Das macht süchtig, verdammt nochmal. Aber das muss auf jeden Fall da sein, denn wenn ich Reactions mache, ist das geil, das ist so eine richtig coole Anspannung. Ich liebe es, Dinge zu sagen, ich liebe es, eure Kommentare zu lesen, aber wenn ich schreibe, wenn ich performe, dann bin ich einfach die beste Version von mir. Das ist geiler als Sport machen. Das pusht einen mehr als Sex, verdammt nochmal. Oh Mann, ey. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dann wird auch der Content sich leicht wandeln. Ich habe auch vor, das ein bisschen zu erweitern. Also, neben mehr von meiner Mucke, vielleicht mehr Behind-the-Scenes, Making-ofs oder Analyse von meinen eigenen Tracks, wird es dann auch Sachen geben wie, habe ich ja schon gesagt, ne, Q&As, aber auch mal Videos, wo ich einfach mit Leuten so Tierlists erstelle oder andere Sachen mache als nur Reactions. Das wäre auch einfach mal spannender Content, der halt einfach zu produzieren ist, so Fast-Food-Ware, wenn man es so möchte, der aber halt dann zu Promo-Zwecken da ist für das Herzstück von meinem Kanal, was dann, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, Musik ist. Dann soll noch gesagt sein, dass ich andere Projekte noch nebenbei geplant habe, zum Beispiel mit dem Ruhm, mit dem ich jetzt auch einige Videos gemacht habe und lange, lange befreundet bin mittlerweile. Wir haben da so ein kleines Animationsprojekt geplant in Zukunft mit richtigem Voice-Acting von uns, Musik von mir und halt Animationen mit eigenen Original-Charakteren, einer eigenen kleinen Show, wenn man so möchte. Dazu in Zukunft mehr. Wir hoffen, dass wir das so richtig aus dem Boden stampfen können. Und auch Songprojekte mit ihm sind gerade in der Arbeit. Allein diese Woche nehmen wir wieder auf und machen da auch wieder spannenden Stuff. Da ist auf jeden Fall einiges in der Mache und ich habe für nächstes Jahr für mich selber ein riesiges musikalisches Projekt vor und das frisst gerade auch ordentlich viel Zeit. Aber im Endeffekt hoffe ich dann, dass ich euch was Gutes bieten kann. Dann sei noch gesagt, in einigen Monaten werde ich umziehen. Wahrscheinlich. Also aus dem Wohnverhältnis, wo ich gerade bin, breche ich komplett raus. Das wird nochmal alles über den Haufen werfen, weil ich ja eigentlich erst vor knapp einem Dreivierteljahr umgezogen bin. Also ein Jahr war ich in dieser Wohnung und aus privaten Gründen geht es wieder raus. Sehr schmerzliche Erfahrungen teilweise. Na, werde ich euch auch noch mehr erzählen. Keine Ahnung, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Irgendwie Bock drauf, einfach mit meiner Community so meine tiefen Beweggründe zu zeigen. Ist vielleicht nicht so geil, wenn, keine Ahnung, Manager oder sowas das sehen werden und sich dann so denken, aha, das war ein ganz schön depressiver Mensch, der sein Privatleben nach außen trägt. Aber ich habe irgendwie einfach Bock, so mein Emotionsstand, Gefühlsstand und so weiter auch einfach mit meiner Community zu teilen, dass da so eine kleine Bindung entsteht, die hoffentlich nicht allzu stark ist, weil ich nicht will, dass da so extreme Fanliebe entsteht.
Andererseits, ich weiß auch gar nicht, ob das bei mir möglich ist. Aber auf jeden Fall habe ich da einfach Bock drauf, mich einfach mal auszutauschen mit euch. Und da kommen wir auch schon zum Q&A, was ich jetzt zweimal angeteased habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare hier oder auch auf Instagram als DM oder in meine Stories, die ich dann posten werde, Fragen rund um mich. So, was habe ich schon mal auf Instagram gemacht, aber ich würde das gerne mal in einem Video aufziehen. Wirklich, haut einfach mal raus, was euch interessiert, wie lange ich Musik mache, was so die Genres sind, die mich begeistern, wer meine Lieblingsrapper sind, wie lange ich das hier vorhabe, was ich für Projekte in der Zukunft geplant habe, auf was ich beim Texten Wert lege, wie ich meine Texte schreibe oder ähnliches. Also hau ich gerne raus und dann würde ich sagen, ist das der Fahrplan für die Zukunft? Ich muss selbst gucken, wie sich das Ganze dann entwickeln wird, aber damit werde ich immer einiges glücklicher sein, das kann ich euch schon mal sagen. Also dann, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video, Q&A oder was auch immer. Habt eine geile Zeit bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, ciao. Verstehst du? Ich bin die Hoheit im Biss. Komm rein, flow tight und dein Nomenreim sitzt, weil ich Vorreiter bin. Keine Verluste, weil ich den Einbruch verhinder, wie ein Rottweiler bist. Yeah.